Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Kellerkind. So, die Sämaschinen sind fertig geworden. Ich will hier nochmal quasi den Anfang vernünftig machen. Da hätte er ein bisschen weiter durchziehen sollen. So, das sieht doch ganz gut aus. Ja, super. Dann hast du erstmal. Schauen wir mal. Haben wir für den noch was zu tun? Feld 81 ist auch fertig. 68 müsste ja noch sein. Genau. Dann würde ich sagen, du fährst zu 68. Du könntest dich nur auffüllen, jawohl, machst du auch. So, der Drescher, den lassen wir erstmal hier stehen. So, die zweite Sämaschine. Ich glaube, da machen wir eben mal das Gleiche. Einmal den Kurs rauslöschen. So, dann können wir zumachen. Einmal Tick weiter vorziehen, das reicht schon. So, dann kann der sich quasi den Düngerstreuer schnappen. Den schicken wir jetzt erstmal zum Hof. Oder sollen wir den nehmen? Aber eigentlich hatten wir ja hier den schon fertig gemacht. Dann würde ich sagen, du fährst jetzt erstmal. Oder zieht er vorbei? Zu 72. Dann düngen. 72. Erster Wegpunkt. Dürfte soweit okay sein. Und dann schicken wir ihn doch einfach mal los. Schauen wir mal, ob er düngt. So, hier haben wir den Unimog. Ich hatte gerade noch mal 30.000. Ah, hier steht noch der Abfahrer drin. 71. Okay. Dann müssen wir jetzt. Warum stehst du hier? Ach, wegen dem Unimog. So, wir wollten eh in dem. Das kann nämlich sein. Der. Weil hier ja ein blauer Kurs ist. Dann klappen wir hier mal den. Alles auf. Jetzt kommt schon der Abfahrer, richtig. Wirst hier wahrscheinlich gleich eh im Weg stehen. Dann fahren wir den hier jetzt erstmal aus dem Weg. So, Drescher. Feld 71 haben wir. Noch einen Tick vorfahren.
können jetzt hier sagen, am nächsten Bild anfangen. Dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir auch nicht. Der Düngerstreuer, jetzt will er hier durch. Okay. Dann fahren wir mal noch mal eine Runde. Warum fährt er eigentlich hier durch? Warum Getreidelager? Wenn dann doch... Und dann auch Dünger. Naja, der war der Abfahrer, deswegen. So, jetzt hier nochmal eine Ladung Mohn. Oh, eine Ladung kriegen wir noch. Okay. Feld 68. Sechs Meter. Oh, hier ist auch Unkraut. Müssen wir gleich sofort bekämpfen. Abfahrer am ersten Wegpunkt. Ja. So, er fährt los. Ich hoffe, dann läuft er auch los. Der Düngerstreuer ist hier fest. Ja, da müssen wir uns vielleicht noch mal was anderes überlegen. Ich nehme den mal raus und setze ihn vielleicht schon mal auf dem Feld. Will er jetzt nach 71? Sollst du eigentlich nicht. Na, hier dürfte im Weg stehen. Eigentlich steht er überall im Weg. Komm, ich lasse ihn erstmal da stehen. Oh, Unkraut kommt noch. Aber er hat nicht angefangen. Ach, ich hatte auch nicht gedrückt, ne? Jetzt wird er auch nicht mehr anfangen. Nee. Okay, dann... Dann kannst du nämlich gleich tauschen. Dann holst du dir nämlich den Striegel. Und dann kann der Case Dünger streuen. Tja. Und dann gehst du hier erst auf 72, genau. Weil 81 wird noch nicht voll sein. So, bitte nochmal die letzte Fuhre, Mohn. So, du bist angefangen. Und der zieht ja richtig mit 16 km/h, zieht er hier von dann. Und das ist ja was anderes als mit 12. Ich glaube, das war keine... Kein schlechter Kauf. Ups. Entlassen.
oder? Ja, eingestellt. Ich habe gedacht, war jetzt auf erster Wegpunkt eingestellt, aber mache ich ja beim Drescher nicht. So, kommst du jetzt hier vorbei oder müssen wir da auch helfen? Da müssen wir auch helfen. Ich glaube, die Bäume, die wandern immer ein bisschen mehr zum Feld. So, dann haben wir hier das erste Vorgewende abgeschlossen. Ich hoffe, er kommt jetzt an dem Abfahrer vorbei. Na, das wird nicht klappen. Aber gut, er kommt vorbei. Und wir können dann nochmal gucken, ob wir den Abfahrer vielleicht weiter hier rüber stellen. Hast du den? Ja, den Kurs hast du. Wir schauen mal, ob er irgendwas macht. Wenn nicht, soll er da stehen bleiben. Dann tanken wir selber ab. Aber müssen mal gucken, ob wir da nicht was anderes machen. Weil er steht da immer im Weg, also wenn hier auf den Feldern gearbeitet wird. So, noch einmal zurück und dann das Geschichte. Und du hast hier schon zwei volle Bahnen gefahren. Ja, die brauche ich gleich. Du nimmst nämlich den... Ups. Da ist eine Wand. Den Düngerstreuer und können wir mal reparieren in der Zwischenzeit. Der Striegel, den haben wir da drüben reingestellt, okay. Also der ist noch nicht losgefahren jetzt. Entlassen. Löschen. Dann... Fahr zum Hof. So. Hier ist das letzte... Mohn, was wir auf Lager haben, bestätigen. Ja, aber immer noch guter Preis, hat sich also nicht verändert. So, dann bitte wieder zurück. Du hast uns gutes Geld eingebracht. Also mit Mohn kann man hier Geld machen. Ergiebig und gibt richtig Kohle. So, jetzt bin ich mal gespannt. Er ist bei fast 90%. Was mich nur wundert...
Er zeigt heilt. Fällt 71 an. Sitzen hier einfach nochmal drauf. Dann soll er zu 71 fahren und macht dann den Drescher leer, hoffe ich. Kannst du abgehangen werden, genau. Striegel dran und dann bitte zu 72, ja doch, zu 72. Können wir es ja nochmal probieren und nicht mit Düngen, sondern mit Striegeln. 72, 9 Meter. Haben wir den Kurs, erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. So, und der Käse kriegt den Düngerstreuer. Und fährt nach 81. Oh, er tankt ab, gut. Dann haben wir alles richtig gemacht. Und der Striegel, der ist auf seiner Startposition auf dem Weg. Auf jeden Fall. Ja. Was haben wir noch vergessen? Ach, den Kurs hier. Nein, Feldarbeit. Sonst hat er alles richtig gemacht. So. Unkraut ist auch jetzt komplettes Feld. Da sehen wir es, wie es langsam wandert. 81 ist nämlich noch nicht durch. So, dann würde ich sagen, können wir hier erstmal reparieren. Eine Wäsche und einmal volltanken.
da fährt der Abfahrer los. Bist du wieder sauber? Jetzt musst du nur noch getankt werden. Geht ja fix. Dann können wir mal schauen. Können wir hier vielleicht noch mal Stroh rüberfahren? Gras, Heu, Silage fehlt. Stroh ist aber noch genügend da. Aber da haben wir momentan nichts. Ah, das Förderband, genau. Das wollte ich ja noch mit draufnehmen. Gucken, dass ich vielleicht in der nächsten Folge... Ich hoffe, die kommen alle dran vorbei. Und du bist hier bei den Reihen? Ne, doch nicht. Hast gerade mit dem Vorgewende fertig, gut. Dann haben wir hier Feld 81. Das muss gedüngt werden. So, Abmarsch. Ah, da sieht man, wie das Unkraut kommt. Aber im Feld 81 war ja auch nichts, ne. Muss nichts gepflügt werden und 71 auch nicht gekalkt. Das bleibt uns diesmal erspart. Ja, noch zwei, drei Bahnen und dann geht er aufs Vorgewende. Und Mond scheint auch sehr ergiebig zu sein beim Ansehen. Also wir haben gerade mal 9% verbraucht. Und haben aber schon, ne? Das sieht, ja, nicht die Hälfte, aber ein Drittel auf jeden Fall. Dann kommt er auch den Abfahrer nicht in die Quere. Dann können wir den erstmal da stehen lassen. Den Striegel können wir gleich selber umsetzen, wenn es soweit ist. Dass er dann nach 81 kann,
Weiß gar nicht, ob 81 quasi, ja, müsste dann das nächste Feld sein. Auf jeden Fall, was fertig ist. Also 77, hatten wir 77 noch angesät jetzt vor kurzem oder war da schon Unkraut? Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir werden sehen. Wir haben jetzt auf 72 den Striegel, der geht dann auf 81. Und wenn er hier fertig ist, dürfte auch ein 70 fertig werden mit Dreschen. Oh. Wir müssen helfen. Einmal hier drauf. So, und du kannst auch repariert werden. Dann können wir die Sämaschine erstmal wegsetzen. Ich glaube nicht, dass der Drescher schneller fertig wird. Die Sämaschine ist dann, sag ich mal, dafür da, wenn wir 81 mit dem JCB ansehen und wir haben das nächste Feld zum Bearbeiten, dann können wir die nehmen. Wir müssten eigentlich auf langer Sicht uns nochmal ein JCB holen, damit wir, wenn es ganz schnell gehen soll, die beiden Siebmaschinen auf ein Feld arbeiten lassen. Da kommen wir nicht Traktoren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten nehmen. Können wir schon, aber das haut dann nicht so gut hin. Wenn der eine fertig ist, ist der andere bei der Hälfte. Wir können uns das Gewicht holen. Ich glaube, die Schaufel und so weiter steht noch beim Silo. Aber so, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.